Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Reaction-Video. Yes, und mal etwas Besonderes. Denn ich wollte das schon längst mal gemacht haben, auch im Stream, aber irgendwie sind wir immer beim Essen geblieben, was auch nicht verkehrt ist. Aber da ich jetzt offline ein paar Sachen aufnehme, dachte ich mir, ich könnte auch mal endlich ein Video angucken als Reaction. Und zwar eines, was ich schon längst sehen wollte, ne, das aber noch nicht getan habe, was vielleicht auch ganz gut ist, weil wir somit quasi erst zusammen gucken können. Frag eine Zeugin Jehovas, und zwar ist das von Hyperbowl. Viele kennen die wahrscheinlich auch schon, viele Leute haben hier schon drauf reacted auf Hyperbowl-Videos. Wir haben Schmuggler dabei, Papa Platte wurde mal eingeladen als Streamer, es gab eine Domina da und so ein Kram. Und es gibt auf jeden Fall das Video. Ich habe bis dato, glaube ich, nur drei Videos geguckt. Und das war einmal Frag ein Milliardär, Frag einen Streamer und noch irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Und deswegen habe ich überlegt, ob wir vielleicht das eine oder andere Video nochmal nachholen, weil es gibt da eine Menge interessante Themen und ich glaube, wir könnten die uns einfach mal so reinziehen. Also, Frag eine Zeugin Jehovas. Wird das so ausgesprochen? Ich glaube schon. Man kennt sie, die klingenden Leute, die über Gott reden wollen. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da gesagt wird, vor allem nach einem Ausstieg. Also, ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Falls ja, lasst es mich definitiv wissen mit Likes oder Kommentaren, was immer euch lieber ist. Somit können wir dann mal schauen, ob das Ganze überhaupt so viel Interesse hat, dass ich weiterhin das dann aufnehme, wenn wir uns diese Videos angucken oder ob ich es dann einfach privat gucke. Ja, ist ja auch kein Problem, aber Hyperbolt ist natürlich verlinkt, schaut da gerne vorbei. Die machen sehr interessante Videos, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir mal rein. Mein Name ist Mascha. Ich war Hallo lange Mascha. Zeit Mitglied bei den Zeugen Jehovas. Meine Kindheit und Jugend Jehovas. bestand aus sehr vielen Regeln und vielen Verboten. Wie unnormal das alles eigentlich war, habe ich erst nach meinem Austritt realisiert. Okay. Brainwashed. Hallo Mascha. Apex 007 möchte von dir wissen, wer sind die Zeugen Jehovas? Jehovas. Ich finde, das ist ein komisches Wort. Zeugen Jehovas sind eine in Deutschland offiziell anerkannte Religionsgemeinschaft, die an den Christentum glauben. Die glauben an Gott, das ist Jehova, sein Sohn ist Jesus und im Prinzip. Ah, schon was dazugelernt. Jehova ist also Gott. Okay. Ist es, der Glaube hat was mit dem Weltuntergang zu tun. Die glauben an Armageddon, dass alle Menschen ausgelöscht werden und nur sie sind die einzigen, die überleben werden. Ach Abgesehen so! davon haben die Zeugen Jehovas ein eigenes Gerichtssystem und glauben nicht an die Evolutionstheorie, generell nicht an weltliches Wissen. Wann soll die Endschlacht stattfinden? Damit beschäftigen sich die Zeugen Jehovas eigentlich, seit es sie gibt. Es gab sehr viele Vorhersagen, keine ist bis jetzt eingetroffen. Man weiß es nicht. Kevin fragt sich, wie bist du zu den Zeugen Jehovas gekommen? Ich wurde reingeboren. Ich glaube. Ja, ich glaube, somit, ich glaube tatsächlich, diese Religionen halten sich fast nur mit dieser Art der Gemeinschaft, dass leider die Kinder einfach mit dort großgezogen werden und dass dann so ein Kollektiv bleibt, was in sich geschlossen ist. Weil die ganzen Klingelputzleute haben heutzutage keine Chance mehr, irgendjemand zu überzeugen. Es sei denn, sie treffen auf wirklich gebrochene Menschen, die halt nur etwas suchen zum Halten. So, das sind halt auch immer die, die ja. Das ist ja nichts anderes als eine Sekte. Meiner Ansicht nach, ja. Also, das ist alles meine persönliche Meinung. Ja, das muss ich dazu sagen, weil viele, wenn ich irgendwas sage, was vielleicht andere verletzen sollte, weil die eine andere Meinung haben, dann, wie gesagt, es ist meine Meinung. Es gibt andere Meinungen, ansonsten wird sowas auch nicht geben. Ich glaube persönlich auch nicht an Gott oder an Religion, ne? Denke aber, dass es für viele Leute wichtig ist, an etwas zu glauben, um weiter zu funktionieren. Was es nun ist, sei dahingestellt, sofern es niemand anderen schadet, ist es auch vollkommen okay. Meiner persönlichen Ansicht nach. Aber für mich ist das halt einfach nur eine Sekte. Und leider werden da halt die Kinder reingeboren, die keine Wahl haben, da rauszukommen. Weil, naja, sie kennen halt nichts anderes und denken, das ist halt das normale Leben. Ne? Wie auch wir denken, das hier, wie wir es führen, ist unser normales Leben. Vielleicht ist das auch engstirnig. Könnte man philosophieren, aber lassen wir mal. Schwieriger geht es gar nicht, weil jemand, der schon mal draußen war, hat es um einiges leichter, weil er das echte Leben schon mal gesehen hat, wie es wirklich funktioniert. Wenn du reingeboren wirst, du kriegst alles vorgelebt. Dann ist es schwieriger auszusteigen. Also ich bin dabei seit meiner Geburt. Haben deine Eltern nicht gezwungen, damit zu machen? Du bist dabei seit.
Marsha über eine verschlossene Gemeinschaft und ihren Ausstieg. Vielleicht ist sie noch nicht ausgestiegen, möchte es aber. Also es liest sich so, als wenn sie schon raus wäre, aber so wie sie es gerade formuliert hat, ist sie ja noch dabei. Was heißt gezwungen? Es ist ja alles auf freiwilligen Basis, deswegen, also das, was passiert, ist Gehirnwäsche. Meine Eltern glauben daran und wie es halt bei Kindern ist, die Eltern sind einfach die größte Respektperson im Leben und man vertraut allem, was sie einem sagen. Und wenn sie sagen, ey, wir gehen jetzt zur Versammlung und das ist unser Gott, in den glauben wir, dann denke ich, dass das wohl richtig sein wird und dass das so seine Richtigkeit hat. Gezwungen würde ich jetzt nicht sagen. Schwierig wurde es halt später, wo ich dann in der Pubertät war und schon ein bisschen überlegt habe, rauszugehen. Wie ist es, seine Kindheit bei den Zeugen Jehovas zu verbringen? Tatsächlich, ich glaube, bis zum 8. Lebensjahr war meine Kindheit sehr, sehr schön, weil wir hatten nicht so viel mit den Zeugen Jehovas zu tun. Wir haben noch in Russland gelebt, hatten ein Haus, Hund, Katze, war sehr schön und waren noch relativ weit weg von dem Glauben. Nachdem wir nach Deutschland umgezogen sind, war das schon sehr schwierig. Also ich durfte zum Beispiel nie auf Klassenfahrten fahren. Ist das wirklich nur Deutsch? Sie hat gesagt, das ist eine anerkannte Religion oder nee, eine anerkannte Gemeinschaft in Deutschland. Religiöse Gemeinschaft, glaube ich. Ist das im Ausland gar nicht? Ich dachte, das wäre nicht nur Deutsch. Aber wenn sie in Russland gelebt haben und dann nach Deutschland gekommen sind und da, dass es aktiv war? Keinen Kontakt zu anderen Mitschülern haben, also keine Freunde, die keine Zeugen Jehovas waren. Keine Feiertage feiern, also noch nie Geburtstag gefeiert, noch nie Weihnachten bis zum 16. Lebensjahr. Sehr, sehr viele Regeln. Slim Brady fragt sich, was ist bei den Zeugen Jehovas alles verboten? Oh. Also Feiertage zuallererst, also keine Geburtstage, kein Weihnachten, keine Ostern. Hätte ich kein Problem mit, vergesse ich sowieso immer. Kein Halloween, kein gar nichts. Bei mir fing das dann zum Beispiel an, wo ich dann so 14, 15 geworden bin. Ich durfte zum Beispiel keine knalligen Farben tragen, also auch kein Schwarz, weil es zu traurig, zu satanistisch ist. Kein roten Nagellack, kein starkes Make-up, Tattoos sind verboten, Sex vor der Ehe, Alkohol. Damit habe ich kein Problem. Drogen sowieso ist vielleicht auch besser so. Rauchen, Pornos, Masturbation. Und auch keine Probleme mit? Wenn du im Krankenhaus liegst und eine Bluttransfusion vor dir hast, wird es sehr schwierig. Daran sind schon sehr viele Menschen gestorben, für den Glauben. Das alles wird auch sehr stark kontrolliert, was du hörst, was du dir anguckst, mit wem du Kontakt hast. Ganz schwierig, wirst du mal in einem kurzen Kleid in einem Club gesehen, es ist vorbei, du bist raus. Hast du dich immer an die Regeln gehalten? Nee, ich habe mich nicht an die Regeln gehalten. Also ich habe mich sehr bemüht, sehr brav zu sein, ein braver Zeuge Jehovas zu sein. Aber manchmal hört man halt so eine innere Stimme, die dich von innen so gesagt anschreit, die packt dich so beim Kragen, hier läuft was falsch. Und das ist das Schwierige, halt ja da halt zuzuhören und sich nicht einreden zu lassen. Nein, das ist nicht gut, du wirst in der Hölle schmoren, du wirst Armageddon nicht überleben. Und ich habe einfach auf mein Gefühl gehört und einfach gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Das haben die dann anders gesehen. Sideshow Bob fragt sich. Sideshow Bob. Die Frage ist, ob sie rausgeschmissen wurde oder gegangen ist. Wieso feiern Zeugen Jehovas keine Geburtstage? Im Alten Testament hat ein Pharao mal Geburtstag gefeiert und da wurde irgendein Dude geköpft. Und da die Zeugen Jehovas die Bibel sehr, sehr wörtlich auslegen, haben sie sich das als Beispiel genommen. Weil ein Dude verkackt hat. Läuft nicht bei denen. Und feiern deshalb auch keine Geburtstage. Genauso wie Jesus es auch nicht gemacht hat. Billy. Gut, der hatte auch mehr als einmal Geburtstag. Die fragt sich, also, hattest du auch Freunde, die keine Zeugen Jehovas waren? Ich hatte, Gott sei Dank, Freunde, die keine Zeugen Jehovas waren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die in meinem Leben behalten habe, weil letzten Endes waren das die treuen Menschen, die mich unterstützt haben, nicht die Zeugen Jehovas. Mark Häusler fragt sich, ist das eine Sekte? Das ist eine sehr gute Frage. In Deutschland gelten die Zeugen Jehovas als allgemeine... Okay, in Deutschland gelten sie? ...rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Für mich persönlich fängt eine Sekte aber da an, wo die menschliche Würde einfach verletzt wird und wo nur mit Kontrolle gearbeitet wird und ja, im Prinzip mit Drohungen und Angst und Schuldgefühl. Ich meine, wenn du einen Armageddon nicht überlebst und das eigentlich das Ziel, also es baut alles darauf aus, dass du halt quasi diesen Armageddon überlebst, ist das schon eine Manipulation, welche Richtung Angst geht, oder?
fühlen, ganz viel. Ich hatte immer Angst davor, dass mich irgendjemand erwischt, wenn ich irgendwas Falsches mache. Und das auch, ja. Das ist ein Leben mit ganz vielen Schuldgefühlen und ich finde schon. Was wäre passiert, wenn die dich erwischt hätten bei einem Regelbruch? Meistens gibt es ein Ältestengespräch. Älteste sind sowas wie Priester. Dann wird sich zusammengesetzt. Es wird aus der Bibel vorgelesen, also passende Bibelverse, die dich züchtigen sollen. Und dann wird es wahrscheinlich Konsequenzen geben, wie zum Beispiel im schlimmsten Fall Kontaktverbot, wie es dann bei mir der Fall war. Julius fragt sich, hast du selbst andere Menschen missioniert? Oh, das habe ich sehr viel gemacht, ja. Also bei uns heißt das von Haus zu Haus. Predigen, das habe ich gemacht. Das ist halt Türklinken putzen, ne? Ja, dann hatte ich mal meine Bibel dabei, meine Zeitschriften, habe dann geklingelt, den Leuten gepredigt und das war sehr unangenehm. Ich hatte einmal, welcher an der Tür? Habe ich damals noch, das war in Kiel in der Wiek, damals habe ich gewohnt mit meiner Ex zusammen. Und dann war ich aber alleine zu Hause, hat es halt geklingelt, ich bin reingegangen. Und ich habe nie unten den Sommer benutzt oder so, wer halt da ist, sondern ne, ich glaube, das war der dritte Stock. Habe halt kurz gewartet und dann kamen da halt zwei Gestalten hoch, eine junge Dame und ein junger Mann. Die waren beide, ich würde so sagen, Anfang 20 vielleicht oder so. Auch mit der Bibel. Dachte ich schon so, da seid ihr bei mir ja genau richtig. Und dann haben sie angefangen, ja, Wie haben sie denn angefangen? Ob ich eine Minute Zeit habe, über Gott zu reden? Ich glaube, so haben sie angefangen. Das war irgendwie so ein ganz typisches Klischee. Ich habe dann halt gesagt, ja, aber ich möchte nicht. Und das hat sie nicht verwirrt. Also ich hätte gedacht, dass es zu eindeutig ist, weil ich habe kein gutes Bild von den Zeugen Jehovas gehabt, von Grund auf nie. Warum, weiß ich auch gar nicht, weil es mir auch so beigebracht wurde oder so, weil man es übergehört hat. Und habe die dann quasi so eindeutig quasi weggeschickt, indem ich gesagt habe, ja, ich habe Zeit, aber ich möchte nicht mit euch reden. Das hat die nicht gestört. Das weiß ich bis heute noch, dass sie das nicht, also es hat sie nicht überrascht, weil ich denke, im Endeffekt ist das so, dass von 100 Gesprächen 99 abweisend sind. Vielleicht sind es 90 und die anderen 9 sind zu brav, zu nett, um die Leute wegzuschicken. Die hören quasi oder tun so, als wenn sie zuhören würden. Aber das weiß ich noch. Einmal waren sie halt bei mir und ich habe die halt so versucht, vor den Karren zu stoßen, aber es hat sie nicht gejuckt. Die haben dann gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt verabschiedet haben oder einfach gegangen sind oder so. Aber es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich gestehen. Aber naja, ja. Zeugen Jehovas. Wie haben die Menschen auf euch reagiert? Na, genervt. Natürlich genervt. Weil jemand kommt zu dir, macht Werbung für irgendetwas, anscheinend für eine Religionsgemeinschaft. Aber letzten Endes ist es ja nichts anderes als Werbung. Es ist halt schwierig, wenn du drin bist, auch wenn du es verstehst, dass du die Leute nervst, denen ihren Freiraum zu lassen. Weil du musst es tun. Ansonsten stirbst du ja im Armageddon und du musst die Leute retten. Tatjana 05 möchte von dir wissen. Hätte mir das irgendjemand mal gesagt, dass sie mich vom Armageddon retten wollen, ja? Die haben immer angefangen, ob ich Zeit habe, um über Gott zu reden. Nicht über den Armageddon. Tatjana 05 möchte von dir wissen, was denken die Zeugen Jehovas über Menschen, die an etwas anderes glauben? Gute Frage. Also du kannst einer anderen Religionsgemeinschaft zugehörig sein, aber das heißt dann für Zeugen Jehovas, dass sie keinen Kontakt mit diesen Menschen haben werden, außer auf Arbeit oder wenn es sein muss. Da wird jetzt keine nähere Bekanntschaft draus oder so, weil ja, das Verständnis einfach fehlt. Sind Homosexuelle bei den Zeugen Jehovas erlaubt? Also sie sagen immer, dass sie Respekt vor Homosexuellen haben, aber für die sind die halt im Prinzip kranke Menschen. Wenn du homosexuell bist, bist du krank und man kann dich heilen und dann wirst du im Paradies geheilt. Man kann dich heilen? Ach so. Also gibt's auch keine homosexuellen Zeugen Jehovas. Es gibt sehr viele homosexuelle Zeugen Jehovas. Sie wissen es nur sehr gut, sich zu verstecken. Sweet Chili fragt sich, hat man als Zeuge Jehovas auch einen normalen Beruf? Ich glaube, die Zeugen Jehovas haben nur normale Berufe. Alles, was in die Richtung der Kreativität geht, alles, wofür man studieren muss, das wird im Prinzip ausgeschlossen. Ich zum Beispiel
durfte mein Abitur nicht machen. Ich musste meine zweite Fremdsprache recht flott abwählen, weil das alles ja weltliches Wissen ist, was man nicht braucht. Das heißt, so irgendwas in einem akademischen Beruf wird man sehr, sehr, sehr selten finden. Es sind meistens handwerkliche Berufe oder Berufe, die halt meistens ja auf Teilzeit laufen. Mein Traumberuf damals war, Modedesignerin zu werden. Meine Mutter meinte, nein, 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 du wirst Schneiderin, am besten Änderungsschneiderin, weil dann kannst du in einem kleinen Laden arbeiten, auf Teilzeit, ja, oder noch weniger Stunden natürlich, und dann kannst du den Rest predigen. Alles fürs Gottes Königreich. Astro. What? Wo leben die? Die leben doch nicht in Kommunen. Wie willst du denn deine Miete bezahlen? World fragt sich, hast du Erfahrungen mit Misshandlungen gemacht? Keine sexuellen Misshandlungen, aber psychische Misshandlungen auf jeden Fall. Meine Mutter zum Beispiel ist nochmal so ein Extrafall. Körperliche Gewalt war schon sehr im Spiel, also gerade jetzt auch in der Pubertät. Deswegen bin ich dann später auch ausgezogen von zu Hause. Aber psychische Gewalt führt halt einfach, ja, zu Selbstmord. Viele Leute bringen sich um. Ich denke mal, ich habe recht Glück gehabt, weil ich in dem Sinne mehr oder weniger vielleicht stabil war und auf die Unterstützung meiner Freunde hoffen konnte. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Kinder bei den Zeugen Jehovas vergewaltigt werden. Ich habe auch eine gute Freundin, ihr ist das auch passiert und die decken das alles komplett. Lil Curtis fragt sich, Gibt es auch schöne Erinnerungen an deine Zeit bei den Zeugen Jehovas? Meine ganzen schönen Erinnerungen haben, glaube ich, immer etwas mit meiner Familie zu tun. Also ich habe immer nur von anderen Kindern gehört, so, oh, voll schön, dieses Wochenende gehen wir ins Zirkus, in den Zirkus oder ins Kino. Und da war ich so, würde ich vielleicht auch mal ganz gern machen. Am Samstag sind wir in der Versammlung, am Sonntag gehen wir predigen, Montag bis Freitag ist Schule. Ah ja, und am Dienstag ist auch nochmal Versammlung. Und unter der Woche sollte man auch predigen gehen und Bibel lesen und Zeitschriften lesen. Von daher vielleicht nicht ganz so schön. Und dann gab es ein paar Momente, wo ich vielleicht mit meinem Papa so einen Spaziergang gemacht habe. Das war mein Kindheitshighlight. Finja Luna möchte von dir wissen, warum bist du ausgetreten? Ausgetreten bin ich mit 16 Jahren und damals hatte ich noch gar nicht so sehr dieses Verständnis dafür, wo ich da reingeraten bin, was das für Menschen sind, wie die arbeiten, wie diese ganze Gemeinschaft überhaupt funktioniert. In meinen Augen war das einfach nur eine normale Religion. Aber irgendwas ist faul und irgendwas hat sich ganz komisch angefühlt. Ich habe es einfach psychisch und guten Instinkt wahrscheinlich einfach. Emotional in dieser Gemeinschaft nicht mehr ausgehalten. Ich habe es mit meinen Eltern zu Hause nicht mehr ausgehalten, weil das einfach ein so unglaublicher Druck ist, mit dem man dann halt ja, körperlich auch einfach nicht mehr umgehen kann. Das hat dann auch klassisch zu einer Depression geführt. Ich hatte ganz viel mit psychosomatischen Symptomen zu kämpfen. Also ich glaube teilweise immer noch. Das bleibt auf lebenslangen Kampf. Also leicht war es nicht. Zu der damaligen Zeit hatte ich auch einen Freund gehabt. Das war meine erste unschuldige Liebe. Natürlich durfte ich nicht mit ihm zusammen sein, weil er kein Zeuge Jehovas war. Und meine damalige beste Freundin hat mir dann gesagt, okay, pass auf, entweder du gehst zu den Ältesten und redest mit denen, weil dir muss halt echt geholfen werden. Und ich will ja nicht, dass du stirbst im Armageddon, deswegen will ich dir helfen. Oder du sagst es selbst. Und da war ich so, naja, also wenn das für sie eine Hilfe ist und Vertrauen, dann gehe ich lieber selbst. Und ich glaube, damals hat niemand damit gerechnet, dass ich wirklich aussteigen würde. Meistens ist es ja nur ein klärendes Gespräch, wo man zusammen betet und wo einem eingetrichtert wird, dass du es halt lassen sollst. Und dann war ich, dann bin ich halt hingegangen. Dann habe ich gesagt, ich bin kein Teil mehr dieser Gemeinschaft. Hattest du mit deinem damaligen Freund Sex? Nee, an Sex habe ich tatsächlich auch gar nicht gedacht. Ich fand das nur so unterhaltsam, dass jeder in meinem Umfeld, meine Eltern, die Ältesten, meine Freunde, jeder ist davon ausgegangen, dass ich nur an Sex denke und dass ich natürlich ja Sex auch schon hatte. Tatsächlich war ich so unschuldig, ich hatte noch keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Das Maximale war vielleicht mal ein Kuss oder so. Mehr aber auch nicht. Kannst du dich noch an den Tag des Austritts erinnern? Das interessiert mich auch, wie nachhaltig das war. Also das heißt, ob sie dann doch Zweifel hatte, als sie raus war, oder ob das so diese ultimative Last, die von einem gefallen ist. So als wenn du jetzt, keine Ahnung, der Vergleich hinkt natürlich, aber du hast eine unfassbar wichtige Abschlussprüfung, ja. Dieser eine letzte Termin, wenn du die Prüfung, keine Ahnung, wenn du da 51 Punkte hast, dann hast du es bestanden, dann bist du durch, dann ist finito, weißt du. Und dann gehst du da rein, du bist todesnervös, dann abgelegt, bestanden, hier kannst du nicht bestehen, hier bist du nur raus, aber so, und dann gehst du halt
aus diesem Raum raus oder aus diesem Haus raus und dann so, puff, dann bist du einfach mal 50 Kilo leichter und fliegst durch die Gegend, gleitest über den Asphalt, weißt du? Ich frage mich, wie das hier war oder ob das so war, dass die ganze Zeit so eine schwarze Gewitterwolke quasi über sie noch rüber flog, während sie halt dann irgendwie die nächsten Monate hat versucht zu überstehen. Der Tag des Austritts war für mich, glaube ich, relativ emotional. Also ich war sehr aufgeregt, weil ich musste ein Schreiben vorbeibringen. Natürlich hätte ich das auch per Post schicken können, aber meine Eltern haben mich damals halt gezwungen, das persönlich zu machen, weil sie gedacht haben, vielleicht kriege ich noch mal ein schlechtes Gewissen. Dann kam noch die beste Freundin von meiner Mutter zu mir nach der Versammlung und hat dann mit mir geredet und meinte, weißt du was, ich weiß genau, wie du dich fühlst. So war das bei mir auch. Aber das Leben ist nicht so, wie du es dir vorstellst. Das Leben ist wie eine Zitrone. Und du wirst wie eine Zitrone ausgesaugt und weggeschmissen, weil alle weltlichen Menschen sind einfach nur Dämonen. So gut wie jeder Mensch, den ich kennenlernen durfte in meinem Leben, hat mir einfach das Gegenteil bewiesen, dass es die beste Entscheidung war, rauszugehen. Coco fragt sich, welche Konsequenzen hatte dein Austritt? Interessant, ja. Ja, nach meinem Austritt habe ich mich dann beim Jugendamt gemeldet, weil das halt so nicht weiterging. Mir wurde auch geholfen. Ich war dann in einer WG. Damals war ich 16 Jahre alt. Bis zu dem 18. Lebensjahr hatte ich dann noch ein bisschen Kontakt zu meinen Eltern. Wir haben es nochmal versucht. Aber meine Eltern haben mir halt immer wieder gesagt, wenn du 18 bist, dürfen wir keinen Kontakt mehr zu dir haben. Und das ging für mich nicht. Also ich wollte einfach nicht nochmal den Kontakt zu mir abbrechen lassen. Ich wollte mich nicht nochmal wegschmeißen lassen. Deswegen habe ich dann den Kontakt zu meinen Eltern selbst abgebrochen. Kurz bevor ich 18 geworden bin. Und das ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre her. Vermisst du deine Eltern? Ich glaube, die Zeit mit dem Vermissen ist vorbei. Also es wäre schön, wenn wir Kontakt hätten, wenn alles normal wäre, aber nicht, wenn sie da drin sind, weil also, das ist Gehirnwäsche, das ist ja nichts anderes. Es sind auch nicht mehr meine Eltern. Ich weiß, wie meine Eltern mal früher gewesen sind, aber das sind sie halt einfach nicht mehr. Herbstmosaik fragt sich, glaubst du immer noch an Gott? Oh, Ich gute glaube nicht mehr an Frage. Gott. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine Energie. So etwas wie eine höhere Macht. Es ist viel leichter, etwas, was wir nicht verstehen, dem irgendwie menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, menschliches Aussehen. Und das ist Gott definitiv nicht. Und da ich nicht weiß, was es da gibt, finde ich. Ich hätte nicht gedacht, dass komplett der Glaube verloren geht. Wobei, sie hat gesagt, eine höhere Macht und man vermenschlicht das vielleicht und deswegen ist es halt Gott. Aber interessant, dass sie sagt, nee, Gott nicht, sondern einfach nur Energie, sowas vielleicht wie Karma, sowas in der Richtung vielleicht. Das ist schon beeindruckend, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, so dass du kriegst es von Geburt an eingetrichtert, dass irgendwas davon ja auch stimmen mag. So von wegen, ja, ich glaube an Gott, aber nicht so, wie es in der Bibel steht, nicht so strikt oder was weiß ich was in der Richtung. Das ist für mich halt schwierig zu erklären, weil ich halt überhaupt nicht dran glaube und auch es nie getan habe. Aber interessant, dass sie dann sagt, nee, Gott ist es nicht. Muss ich mich damit auch nicht auseinandersetzen. Timon Fischer fragt sich, hast du es jemals bereut, ausgetreten zu sein? Das habe ich nie bereut. Das war, glaube ich, die allerbeste Entscheidung meines Lebens. Auf die bin ich auch am meisten stolz. Die hat mir am meisten Schmerz gebracht. Aber ohne diesen Schmerz wäre ich, glaube ich, nicht diejenige, die ich jetzt geworden bin. Wenn ihr eine andere Meinung zum Thema Religion hören wollt, dann klickt einfach hier hoch und schaut euch das Video über das Leben von Pater Nikodemus Schnabel an. Alright, absolut interessant. War doch recht kurz. Also klar, das durch meine Pausen so ein bisschen verlängert, aber kurzes, knackiges Video mit interessanten Fragen, interessanten Antworten. Hat auf jeden Fall einen guten Einblick gegeben, würde ich sagen. War für mich persönlich war es sehr interessant, ob meine Meinung dazu auch irgendjemand anderen interessiert. Sei mal dahingestellt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr es mich wissen lasst mit einem Kommentar oder Like. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Hyperbole vorbei. Die haben extrem viele interessante Themen und sagt mir Bescheid, falls ihr es gut findet, welches Thema wir uns mal angucken sollten. Ja? Vielen Dank, haut rein.